Ich bin der Herbern vom C3 Space Assembly da hinten und beschäftige mich mit Astronomie. Und oh, es blendet ganz schön. Ja, ich möchte euch heute eine Open Source Steuerung vorstellen, um genau zu sein, sogar zwei. Eine, die ihr problemlos selbst bauen könnt, wenn ihr Zugang zu einem 3D-Drucker habt. Und die andere, ja, die ist ein bisschen komplexer. Das ist erstmal nur zum Vorstellen, ob ihr sie dann wirklich bauen wollt. Das ist, ja, ich fange erstmal an. Also, Grundsatz ist erstmal, jeder kennt ja das, dass man ein Teleskop kauft, richtet das zweimal aus auf dem Mond oder sonst was, guckt sich das an, hat damit eine halbe Stunde Spaß und danach vergammelt das Ding erstmal 4, 5 Jahre auf dem Dachboden, bis es bei eBay Kleinanzeigen für ein Appel und ein Ei verkauft wird. So, und der Beamer zerhäckselt meine Bilder. Egal. Ich habe hier einfach nur mal ein paar Screenshots gemacht. Die sehen jetzt gerade mal 3, 4 Monate alt. Ich hatte den Vortrag schon auf der Hackover gehalten, deswegen ist das relativ aktuell. Ich sehe gerade, den Preis sieht man gar nicht. Das Teleskop, was hier zu sehen ist, kostet 59,90 € per Sofortkauf bei eBay. Das Ganze mit Go-To-Steuerung, also im Endeffekt das gleiche wie das. Vorhergehend, nur diesmal mit einer Steuerung, dann 1024 €. Das Teleskop, was da drauf ist, natürlich ein bisschen hochwertiger als das, was wir eben gesehen haben. Vom Grundsatz aber das gleiche. Das eine richte ich manuell aus und das andere kann ich per Computersteuerung über einen Laptop mit Stellarium, K-Star, also über den Handcomputer ansteuern. Kann sagen, dass ich ein Objekt sehen möchte, muss gar nicht wissen, wo es sich befindet. Das Teleskop macht es für mich, ich gucke es mir an, habe Spaß. Will ich noch ein bisschen weiter das Ganze weitertreiben durch Fotografie, Astrofotografie und möchte Bilder gerne länger belichten, ist es schon wichtig, dass das Teleskop nachführen kann, weil ansonsten habe ich ja nur Streifen und nicht das Objekt, was ich eigentlich fotografieren möchte. Dafür braucht es eine Go-To-Steuerung. Also entweder man nutzt die Go-To-Steuerung, um halt schnell mal Objekte anzuschauen oder um halt auch ein bisschen mehr zu machen, was mit der anderen Version ein bisschen schwierig ist, weil ich halt nicht so genau per Hand nachführen kann. Die etwas eleganter noch, also ich habe noch mal ein paar Vergleiche gemacht, was sowas kosten kann. Das Prinzip ist immer dasselbe. Go-To-Steuerung, Teleskop drauf und kostet viel Geld. Wenn die Dinger dann 4, 5 Jahre auf dem Dachboden verstaubt sind, kriegt man die bei eBay dann nachher. Schade, dass die Bilder so kaputt sind. Aber man sieht, das eine zum Beispiel, was auf der rechten Seite zu sehen ist, für 15 €. Das andere, was links ist, für 20 €. Kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Saturn anschauen, die Ringe kann man sehen, auch den Abstand zwischen den Ringen. Für sowas reicht es schon aus. Das ist die billigste Version, die ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Das ist das, was ich auch habe. Ein proprietäres Teleskop mit einer Handsteuerung. Das kann ich aber so nicht an den Computer anschließen. Das geht halt nur mit dem Handcomputer. Aber jetzt hat man schon mal gesehen, was es so im Laden zu kaufen gibt. Bei dem Teleskop möchte ich noch dazu sagen, ich habe noch eine zweite Version davon. Bei der ist durch falsche Handhabung intrinsisch die Mechanik kaputt gegangen. Das ist alles noch Kunststoff. Und dadurch, dass es das Weichplastik ist und das Teleskop per Hand bewegt worden ist, was hätte nicht geschehen sollen, hat es bei den Zahnrädern die Zähne abgeputzt und das Getriebegehäuse zerstört. Da ich vom Hersteller so keine Möglichkeit habe, die Teile als STL-Datei zu bekommen, um sie mir nachzudrucken, habe ich jetzt ein Teleskop, was schön aussieht, aber eigentlich defekt ist und ich so nicht ohne weiteres reparieren kann. Bei der Open-Source-Steuerung, die wir hier sehen, habe ich da den Vorteil, sollte wirklich mal was kaputt gehen, kann ich hier die Teile problemlos neu drucken und habe das Ding direkt einsatzbereit. Es ist wirklich total kaputt. Ich weiß nicht, warum es zerschossen hat. Ich wollte gleich, sehen wir gleich. Es ist aber wirklich schlecht. Moment, kann man noch irgendwas. Es ärgert, ist ein bisschen ärgerlich. Okay. Sieht man Mauszeiger? Auch nicht. Doch. Okay, alles klar. Ich habe. Wo ist der Beutel? Ich muss ganz kurz da rum, ich habe einen Beutel vergessen. Liegt hier noch ein Beutel rum? Beutel? Ah, Beutel? Da, perfekt. Genau, draußen vergessen. Wir haben erstmal.
Für diesen Beutel ein herzliches Danke an die drei Druckassembly hier hinter mir irgendwo. Die haben es möglich gemacht, das, was mir nicht mehr möglich war, diese Teile zu drucken. Ich habe diese Steuerung, die man hier sieht, einmal komplett mit einem 3D-Drucker drucken lassen, dass man sich das nachher mal anschauen kann, wenn man das sehen will. Weil das Ganze besteht aus zwei NEMA-17-Motoren, die man halt ganz normal beim CNC-Bau oder bei der 3D-Druckerbau verwendet. Ein paar Gewindestangen aus dem Baumarkt und ja, der Handcomputer aus einem, ich weiß gar nicht, was genau drin steckt, ob ein Arduino oder ein Raspberry, auf jeden Fall halt ein Ein-Platin-PC, ist alles dokumentiert, Links dazu habe ich auch bei Thingiverse, hier, die sieht man hervorragend. Er zerschießt mir irgendwie das Bild komplett. Da fehlt irgendwie die Hälfte. Ja, ich habe es schon extra angepasst auf das Format von dem, was mir hier ausgegeben wird, damit ich es spiegeln kann. Wir können ja noch runter auf 800x600, aber höher als 1024x768 macht er halt nicht. Das kann der Bildschirm hier nicht. Okay. Ja gut, zu den Links komme ich später nochmal, ich kann es dann nachher auch nochmal aufrufen. Bei Thingiverse gibt es jedenfalls von einem Herrn, der hat das erst seit einem halben Jahr online, eine komplette Sammlung mit diesen Teils zum kompletten Drucken. Es gibt eine Linkliste, vielleicht gehe ich auch einfach mal drauf. Genau. Hier, es gibt hier diverse Links, wo dann auch nochmal ein Git-Repository drin ist, wo die STL-Dateien runtergeladen werden können, wo auch nochmal eine genauere Beschreibung für die Ansteuerung drin ist, für die Firmware, die auf den Handcomputer dann draufkommt. Man hat bei diesem Projekt einmal die... Ja, man sieht es, kann man wenig ein bisschen scrollen. Ah, okay, jetzt sieht man es besser. Man hat bei... Ich habe gerade den Faden verloren. Ich mache einfach weiter, okay. Also, genau, das Ganze besteht aus der Steuerung, die wir oben sehen. Das besteht aus dem Handcomputer, den ich mit der Software versehen kann, mit dem LX200-Protokoll, was alle Protokolle, was Stellarium und CarStars spricht, kann ich dieses Teleskop nachher auch ansteuern. Das Ganze ist mit Standardkabel mit RJ45-Buchsen versehen, das heißt, ich kann es leicht ein- und auseinanderbauen. Ich mache mal das Video an, was hier drauf ist, um einmal zu zeigen, wie die Ansteuerung dann aussieht. Den Zusammenbau spare ich mir, also es ist alles sehr gut gezeigt, wo man einmal sieht, wie es gebaut wird. Und naja, der Hälfte des Bilds fehlt, aber man sieht es erstmal im Groben. Das, was die zu kaufenden Teleskope machen, macht die Steuerung nachher auch. Es gibt es auch in einer größeren Version, wenn das ist jetzt für die normalen Linsenteleskope, habe ich ein Spiegelteleskop mit schon einer existierenden Führung, die ich per Hand bedienen kann, gibt es auch ein Tool, was auch auf demselben Handcomputer passiert, wo ich aber letztlich nur noch einen Schrittmotor mit entsprechenden Zahnrädern an die Mechanik dranbauen brauche. Das wäre dieses hier. Das heißt, das ist jetzt eins von diesen Teleskopen, die ich vorhin zu Eingang gezeigt habe, wo schon die Führung dran ist, wo ich das halt per Hand bedienen kann. Und es ist wirklich schlecht zu zeigen, aber gut.
wo ich mit einfachsten Mitteln einfach, hier ist, sieht man schlecht, hier im unteren Bereich ist noch ein weiteres Zahnrad gedruckt, einfach einen Motor dran gepackt, die Steuerung an den Handcomputer und schon habe ich die Go-To-Steuerung über einen Computer statt halt manuell. Geht auch damit. Ich sehe gerade, die Zeit rennt davon. Ich will dieses Projekt nur vorstellen. Ich selbst bin gerade dabei, es auch nochmal nachzubauen. Es ist, wie gesagt, erst ungefähr ein halbes Jahr alt. Und zu dem anderen Projekt, Moment, genau. Es klappt alles hervorragend. Okay. Dies ist das zweite Projekt, was den Wissen ist von einem Bekannten bei mir aus dem aus der Warp Zone, aus dem Hackerspace. Der ist studierter Astrophysiker und hat noch Informatik näher geschoben. Dem war die Ansteuerung über das LX200-Protokoll zu ungenau, weil darüber die Mikrosteps von den Schrittmotoren nicht genau übernommen werden können. Der hat dieses BT3S Projekt ins Leben gerufen. Das ist eine Open Hardware und Open Source, Open Source basierte Software, die über ein GitHub Repository runtergeladen werden kann. Einmal die Bauanleitung und auch die, also die Bauanleitung für die Hardware sowohl als auch für die Software für das Ansteuern, ist ein Python Script. Die ist inkompatibel zu den Standardprogrammen, die man kennt, wie Stellarium, CoStars oder sonstiges oder Guide 9. Bringt ihre eigene Software mit auf Python-Basis und ist halt ist von ihm deswegen gebaut worden, damit man hier noch genauer nachführen kann, als es halt über das LX200-Protokoll möglich ist. Ein GitHub, das ist die Adresse dazu. Müsste, also ist sehr, sehr komplex, sehr umfangreich, nichts für Anfänger, also für mich auch absolut Outlast im Moment. Aber ich wollte hiermit erstmal aufzeigen, dass es das gibt. Ist halt nicht so leicht, wenn man es nicht weiß, bei Google zu finden, aber ist schon, also der Prototyp von ihm ist schon gebaut, er hat auch schon damit nachgeführt, hat damit auch schon Erfolge erzielt. Müsste man sich anschauen, wenn man Interesse hat. Also das sind die zwei Projekte, die ich vorstellen wollte. Einmal das bei Thingiverse, was ich eben hier gezeigt habe. Das sind die Teile dazu. Zusammenbauen konnte ich es jetzt leider nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber von der Komplexität halt ja, für Einsteiger geeignet. So einfach drucken, zusammenschrauben. Das Video zeigt es, wie es funktioniert. Die Software muss nur einfach nur draufgeflasht werden und dann kann es sofort schon mit Stellarium, CoStars etc. angesteuert werden. Ja, Nebenprojekte, die ich dazu noch habe, die auch wieder auf Open Source Steuerung gehen, die werde ich dann beim Camp 2019 zeigen, dann umfangreicher, auch mit Gerät, ist ein selbstgebautes Radioteleskop auf einer ganz normalen Parabolschüssel, hat so ein bisschen die Optik wie das Effelsberger Teleskop im Mini-Format und basiert letztlich nachher auch wieder auf dieser Firmware. Genau. Zu finden, wer noch Fragen hat zu diesem Projekt oder zum Radioteleskop-Projekt, ist hinten beim C3 Space in dieser Assembly. Und die ganzen Recherchen, immer wenn ich irgendwas finde oder irgendwas, was mit Open Source Steuerung oder mit dem Radioteleskop zu tun hat, packe ich dann bei mir auf dem Blog auf die von noobs.de Seite. Also lohnt sich dann auch regelmäßig mal drauf zu schauen. So, ja. Ich denke, mit der Zeit bin ich schon drüber um 3 Minuten. Ich weiß nicht, wer nach mir kommt, ob der schon wartet. Ja. Deswegen, wer Fragen hat, dann der findet mich hinten an der C3 Space Assembly. Okay.